So. Und in der Neinfrise. Hallo. Hi. Ja, ich habe einfach nur. Ich glaube, hier macht es einfach nur so ganz kurz wegen der Aufnahmewechsel. Und dann ab der nächsten Aufnahme. Ich werde aber wahrscheinlich jetzt die Folgen erst ab Sonntag hochladen. Weil damit die Thumbnails fertig werden. Ja, ich mache keine eigenen Thumbnails. Dafür bin ich zu unkreativ und zu blöd. Ja, mein Gott, ich. Oh, shit. Ich werde angegriffen. Ah! Das war das Einzige, was ich mache, ist ich meistens einfach Screenshot oder ich google einfach so, wie ich die Folge genannt habe, nehme das erstbeste Bild und klatsche einfach noch das Logo drauf. Das war's. Ja, selbst dafür bin ich zu blöd für das Logo. Das Logo habe ich ja euch extra eingeschickt. Oh, geil, geil. Direkt ein NPC drauf daneben. Ach so, ja. Nein, ich war da ja schon mal. Bin hier ein bisschen rumgeflogen, um den Surfer zu testen. Und irgendwie hat er alles mit Bravour bestanden. Ja, ich bin ja nochmal mit der Elytra rumgeflogen, da hat sie ein bisschen hinterhergehangen. Aber nur leicht. Also Surfer sagt jetzt auch nichts. Geht, ja, hey, Christian? Ja. Geht eigentlich noch diese Startrampe mit der Elytra? Ja, also es geht immer noch. Aber ich würde es nicht empfehlen. Bringst du das jetzt zum Lecken oder? Es sind zu viele Boote. Dafür wurden ja Boote oder so verwendet. Also. Aber das kann man jetzt einfach mit Feuerwerksraketen machen. Ach ja, man kann unendlich fliegen, wusstest du es nicht? Nee. Schon. Ja, du kannst einfach mit Feuerwerkraketen im Antrieb machen und einfach durch die komplette Map fliegen. Also, egal wohin, ohne anzuhalten. Ja gut, ne? Also ich habe Karotten habe ich. Ich habe rote Beete, ich habe Melonensamen. Ich habe Brot. Hä, hey, um scheiß Bett zu craften, braucht man mittlerweile immer die gleiche Wolle? Ja. Oh Gott, ist sie gay. Weil's, jetzt farbige Betten gibt, oder? Farbige Betten gibt. Oh Gott. Und so ruiniert man ein Spiel, ey, ohne Müll. Was für ein. Ja, mein Gott. Die Bette sind schön. Eisbucket-Check! Was ist denn das für ein Achievement? Ach ja, es gibt 1000 neue. Wenn du jetzt auf. Das heißt, die heißen außerdem nicht mehr Achievements, sondern Advancements. Wenn du drauf gehst, es gibt so viele verschiedene Gruppierungen. 5 Stück. Ich sehe es. Aber du musst erstmal freischalten. Achso, und mit L kommt man in das Advancement-Menü rein. Ja, stimmt, so kann man Dings machen. Ja, genau. Ja. Aber, das ist eigentlich so, also ich muss sagen, die find ich gar nicht mehr so schlecht. Ich find's lustig gemacht auf jeden Fall. Hm? Ja. Ach, interessant. Ich wusste nicht mal, dass man auf Dings Discord sieht, wenn jemand streamt. Doch, doch. Das geht. Ah, Streaming Minecraft. Okay. Ja. Dass es das erkennt. Ein Wunderwerk der Technik. Nee, Christian, ich glaube, hat ja Klaus mal gefragt, ob er Bock hätte. Bock ja, aber der muss erstmal schauen, ob er dazu wieder Zeit kriegt. Ja, passt schon. Ich glaube, hier in dem Berg baue ich mich rein. Sehr schön, erstes Monsterprojekt gefunden. Das Schöne ist, ich war mir überlegen, ob ich direkt neben meinem Haus, also neben meiner Hütte dann, noch ein NPC-Dorf aufbauen soll. Naja, hat sich jetzt erledigt. Okay, stimmt. Also bei mir werde ich auf jeden Fall so ein NPC-Breeding-Dingsabumster machen. Achso, für Eisengolem oder was? Nee, einfach nur, dass ich ganz viele Villager habe und mit denen dann handeln kann. Ja gut, ich werde da relativ zügig mal schauen, dass ich da sammelschnell eine Mauer drum baue, dass sie geschützt sind, schön ausleuchten. Und ja, dann hat sich die Sache. Ja man, 2 Emeralds schon. Gleich kann das Handeln beginnen. Steinzeit. Weiße hat Dias, hat Eisen. Steinzeit. Ja man. Boah, bei den ersten paar Folgen werden wir so zugespammt mit den ganzen Achievements der anderen. Ja. Ist erstmal Kohle finden, damit ich diesen scheiß Spawner ausleuchten kann. Oh Gott. Ich hab die Kohle. Alter, bin ich doof.
Ich wollte gerade eine Tür bauen aus 6 Keramik. Oh Gott, der Silberfisch killt mich. Silberfische sind immer noch Unsöhne. Alter, der pusht mich ja mega ins Lava, in die Lava. Verpiss dich. Oh mein Gott. Hey, jetzt tut er mir nichts. Oh, doch, tut er. Uiuiui, der war ja voll. Beim Zuschauen. Ja, na, pardon. Komm, also. Oh, hier ist noch Kohle. Vor allem, wir müssen uns eigentlich voll beeilen, dass wir dann auch so den Ender Dragon killen, oder wollen wir uns alle zusammen dort treffen? Ich würde sagen, ich glaube, alles zusammen ist ein bisschen zu. Das ist zu hakelig. Der Erste, der es packt, hat es gepackt. Und bei den nächsten, den kann man ja respawnen lassen. Voll, was ist denn mit der Lüderei? Ich meine, irgendwann mal gibt es halt keine mehr, oder? Doch, die sind. Doch, die spawnen unendlich. Ah, cool. Weißt du, was ich bald machen würde? Ich würde es ja bald schon so machen, dass du einfach sagst, End ist in ersten 2 Wochen eröffnet. Und bis dahin wird er eh schon wieder die Hälfte weg sein. Stimmt. Einfach so das Endportal mit so Barriers zubauen. Die wollen reinspringen, nichts passiert. Wäre eine Möglichkeit. Ja, Christian, Problem erkannt. Also hau rein, ne? Du bist hier der Manager hier. Es gibt ja jetzt einen neuen Command, damit kann man ja die ganzen Locations ausmachen. Ja, ich weiß, das habe ich benutzt mal so einen. Wie heißen die Teile hier, die in den. Ja, hier in den Dark Oakwoods Falls erscheinen? Dimensions. Ah, Menschen. Ja. Habe ich einmal versucht zu finden. Naja, zur Zeit habe ich in die Pampa geschickt. Ich bin schon in Dark Oak Forest, aber da war gar nichts. Die sind mindestens 10.000 Blöcke weit weg. Ja, ich war auch bestimmt bald 20.000 Blöcke weit weg. Die sind abnormal selten. Aber ich finde die auch cool. Ja, schon. Vor allem, ich war dann einen drin. Ich denke mir so, alles klar, Eisenrüstung, verzaubertes Tierschwert sollte reichen. Naja. So, Eisen gedeiht. Oh oh, Skelett. Oh, mein Schild. Ich habe ja Eisen, ich mache mir von Schild. Was wollen die jetzt reinhauen? Roleplay? Ja, die wollen ja Roleplay machen, ein bisschen. Okay. Ja, keine Ahnung, bin auch nicht so ein Fan von. Es gibt einen Bürgermeister, es gibt einen Polizisten. Mhm. Und was ist, am Ende macht er jeder, was er worauf er Bock hat. Ja eben, deswegen warum nicht gleich so, worauf jeder Bock hat. Ja. Wenn sich jemand dazu berufen fühlt, Polizist zu sein, soll er was ruhig sein. Ich finde eh nicht. Ich meine klar, es muss nicht sein, dass jetzt einer rumgeht und einfach alle Türen genau. Kaputt macht oder so eine Scheiße, aber... Naja. So. Verdammt. Wie macht man Schilder? 8 Eisen auch so rum, in der Mitte glaube ich ein Holz oder so. Nein, man braucht nur ein Eisen. Ah, okay. Und außenrum Holz? Oh, ungefähr, aber Eisen ist oben in der Mitte und dann in so einem V angerichtet. Also fast richtig. Ja. Weißt du was? Komm, Chiki, Chiki, Chiki. Komm mit deinen Baumstammfüßen. Oh. Wow, also der Danny schafft auf jeden Fall einen Rekord der Devs. Mhm. Respekt. Wie alt ist denn der? Ich weiß nicht. Ich habe eigentlich Mindestalter 16 so circa gemacht, aber ich glaube, manche haben sich untergeschmuggelt mit einer tiefen Stimme. Weißt du denn? Was ist das denn? Heute nicht. Ha, not today, thank you. Ah, mit dem Schild. So, und jetzt ist Gold drin. Was? Ich verstehe nicht, was es wäre, ist Early. Der erste, oder? Ach so, ja, okay, Englisch sollte man können. Ich dachte, irgend so ein YouTuber. Der weiß, was ich bald glaube? Ich glaube, der meint bald hier, wie heißt der Spacken? Early Boy. Vielleicht ist es doch ein YouTuber und ich hatte recht. Krasser Scheiß. Early Boy ist ein YouTuber, ja. Tatsache. Siehst du? Ich bin schlau. Naja. Ein Salgisch. Guten Abend.
Hauptsache, ich finde dann irgendwie voll viel Gold, aber nichts Relevantes. Hallo, Gold, voll wichtig. Ja, mega. Und 1000 Skelette, ey. Nichts anderes außer Skelette. Sag mal, kommst du ran? Alter, ohne Spaß. Ich habe hier gerade so drei Hühner schon in meiner Putze. Die haben mich gerade alle gleichzeitig angeschaut. Da kriegst du schon voll ein bisschen die Paras. Nein, ihr sollt nicht raus. Ihr sollt hier reinkommen, ihr scheiß Viecher. So. Also jetzt mal mehr als Hühner sind. Weil generell Tiere sind ja auch nur die hier. Etwas von Minecraft, um die... beziehungsweise von Mojang, um die Spiele abzufacken. Ja. Ach so. Du willst, dass die Tiere mit dir reinkommen. Probier es doch erst einmal so. Hol dir einen Freund und lass dir helfen. Wird bestimmt nicht schief gehen. Hat jemand schon in der Nähe den Dschungel gefunden eigentlich? Nein. Verdammt, ich will Papageien haben. Weg, ne? Verdammt, ich will Papageien haben. Ja, das ist auch etwas so. Ich glaube, wenn du hinter der Savanne weitergehst, kommt noch mal eine Mese und danach kommt ein Dschungel. Alter, du. So, ich bin überlegen. Ich sehe ja hier einen Kunstbrenner. Komm, ich nehme die Fackel mit, dann mache ich hier schon mal einen Aufgang nach oben. Oh, oh, Creeper. Du Sport. Ach so, die Explosion ist. Da, Holz. Ich muss auf jeden Fall nachher noch ein bisschen Holz fahren. Zack, zack. Okay, ich habe mich verlaufen. Der Rickan hat einfach keinen Bock mehr. Ach nee, das war nicht der scheiße Danny, der da immer steht. Naja, in der Aufnahme 1 sind nur noch drei Leute drin. Danny, Flying Asian und Nana. So. Habt ihr eigentlich alle mal mit dem ein bisschen gelabert? Nein. Nö. Oh, cool. Ich habe nur mit den meisten kurz, ich habe mir die angeschaut, habe geguckt, dass sie Hauptsache keine kindliche Stimme haben. Also nicht, dass sie solche nervigen kleine Kinder sind. Und mit der Hälfte habe ich ab und zu kurz gequatscht. Oh shit, oh shit, oh shit. Keine Sorge, soll ich meinen ersten Kanal schicken? Da hörst du gar keine Stimme. Und das, obwohl ich gesprochen habe. Okay. Also es war wirklich schon ultra bett, was ich da abgezogen habe. Sehr schönes Tag. Habe ich noch was Brot? Ach du, ja stimmt, meine ich sollte ich auch noch. Wollte ich auch noch mitmachen, wie auch immer. Okay, schnell ans Gerät vorbei. Ist schon wieder gestorben. Letztes Mal wurde er gekillt. Ey, sag mal, ist das irgendwie so. Das ist locker das Mobbing-Opfer hier. Weißt du, gibt das irgendwie so ein Fetisch, so Gaming-Bazardomaso oder so eine Scheiße? Keine Ahnung. Aber habt ihr das eigentlich hier mitbekommen, damals, als Overwatch rauskam, dass da welche im Spiel versucht haben, hier Sadomaso-Tischdingen zu machen? Ja! Ey, ohne Alter, Spaß! Das war ja Abfuck. What the fuck? Ja, also so gut kenne ich mich da bei Overwatch nicht aus, aber da wurde irgendwie so ein Healer gepickt und ein Tank und der Healer musste die ganze Zeit dem Tank hinterherlaufen und nur den heilen. Oder? Ja, generell die Overwatch-Community teilweise, die stehen eigentlich nur auf die Charaktere und das war's. Ja gut, hallo. Also ich kann mir sagen, dass es Overwatch eigentlich nur Team Fortress 2 mit Waifus ist. Ja, aber das hat echt Potenzial, Alter. Ich zock's ja selber übel gerne, das macht ultra Bock. Glaube ich, also es hat ja auch eine gut wachsende Community. Ja. Also mir persönlich sagt es zwar nicht zu, aber
Wenn es Spaß macht. Hat's am Anfang auch nicht, weil Overwatch ist der erste und einzige, was ich jetzt irgendwie gezockt habe, richtig. Ich habe gesehen, du hast auch mal so Binding of Isaac gezockt, ne? Ja. Ah, Spinne! Also, ich hab's mir damals mal angeschaut bei einem Speedrunner. Hm. Dann habe ich's angefangen, dann habe ich so 100% durchgespielt mit beiden DLCs erstmal. Also erstmal nur Rebirth. Alles ja Binding of Isaac. Also erstmal Rebirth und dann Afterbirth. Ach so, ja, okay, nee, weil es gab ja noch eine uralte Version. Ja, aber das habe ich mir auch zwar geholt, aber das war ja noch wirklich ultra unbalanced. Ja, mega. Ey. Nee, auf jeden Fall, dann hatte ich so ein bisschen Kontakt zu diesem Speedrunner nochmal aufgebaut. Mhm. Christian, kennst du den noch? Nee. Das war der Typ, der wo ich in den Aufnahmen, wo wir dann immer teilweise den Streamerlauf hatte, wo ich den offen hatte. Ach, ja, ja. Ohne Spaß, wir hatten irgendwann mal, hatten wir dann mal so ein inoffizielles Rennen mal gemacht, weil ich ja auch so ziemlich viel abgeschaut hatte. Naja, ich dachte so, als wäre es ein Rennen gewesen, hätte ich auf den Zeitpunkt den Weltrekord gehabt. Krass. Das ja, hat, oder? Doch. Geil. Mhm. Naja, danach wollte er komischerweise nicht mehr ein Rennen mit mir machen. Ja. Guck halt mal, vielleicht will Holly noch ein Rennen machen. Stimmt, der macht jetzt sowas ähnliches, ne? Der oh, fuck. Oh, fuck, sorry. Was ich jetzt mal machen möchte, ist jetzt mal, ich will mir jetzt mal bald einen Controller für den PC holen und dann mal eine Runde Dark Souls zocken. Gute Idee. Nimm einfach PS4-Controller. Den brauche ich auch noch. Oh. Ich hab's für auf Steam geholt, damals im Steam-Sale mal. Ah, okay. Apropos Steam-Sale, hat einer von euch schon reingeschaut? Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Es hieß zwar am 22., aber ich habe bis jetzt ist noch nichts angezeigt vom Steam. Doch, der hat um 19 Uhr angefangen. 19 Uhr. Ah, tja, dann, hä? Okay, keine Ahnung. Hab noch nicht reingeguckt. Also ich kann auf jeden Fall sagen, eben als ich reingeschaut hatte, waren die Server mal wieder wie jedes Jahr überlastet. Klar. Das ist nie hinbekommen, ne? Ja gut. Ich glaube, das ist erstmal für die jedes Jahr eine Überraschung, weil es werden ja immer mehr und mehr Steam-User. Also das Einzige, was mich bisher so wirklich ein bisschen interessiert hatte, war Stardew Valley und ein paar Final Fantasy Teile. Ja, okay, Stardew Valley habe ich schon. Aber nie gezockt. Das habe ich mir Civilization 6, Beyond Earth war's. 6 wollte ich mir noch holen. Nee, weil die meisten meiner Steam-Sachen habe ich aus dem Humble Bundle. Kaufe ich mir einfach für so 10 Euro 20 Spiele und dann zocke ich keinen einzigen davon. Ja. Nur weil ich ein einziges will, aber es trotzdem nicht zocke. Ein guter Freund von mir, der hat sich jedes einzelne Humble Bundle geholt. Der hat jetzt knapp 300 Euro zu geben. Boah, shit. Hat aber ohne Spaß 6000 Spiele. Ja, das ist so, weil ich habe bis jetzt, ich habe Humble Bundle jetzt 4-5 Monate. Ne, okay, halbes Jahr sagen wir. Einfach ein halbes Jahr jetzt mitgemacht. Und jetzt habe ich auch schon 170 Spiele auf Steam. Es ist halt schon echt profitabel, muss man sagen. Ja, mega, ey. Du kannst noch entscheiden, wohin es kommt. Das ist die beste Idee. Ah, so ein Projekt habe ich mir wieder lang gewünscht. Einfach nur zocken, gemütlich plaudern. Ja. So, wollen wir es kaputt machen? Wir hatten mal so Bock, alles so zu trollen. Wunderbar. Nee, also ich bin einfach so der Typ. Wenn ich trolle, dann wirklich so ein bisschen, jetzt sag mal, Soft-Trolls. So ja, Schneemann in der Bude oder sowas. Ja. Klar. Nicht einfach alle Kisten wegsprengen. Klar. Ach, das zählt nicht so Soft-Trolls? Ach so, oh, das mache ich eigentlich jede Woche. Also, wenn ich versuche zu trollen, dann entweder schaffe ich es, aber in der meisten Zeit trolle ich mich selbst. Ja. Oder mich. Boah, ich bin am überlegen, wie habe ich dich damals mal getrollt? Unlucky. Die Verzauberung. Nee, Flimflam! Flimflam, ja, Flimflam. Boah. Da bist du am Ende ausgerastet. Ich hab's einfach so gehasst. Ich bin zwar gestorben, aber
Du bist halt auch gestorben, ne? Ja, ein bisschen häufiger. Ich weiß auch, wie ich dich einfach nur am Ende zu Tode gespammt habe, aber naja, dann kam die Creeper runtergefallen. Ja, ein Stack Eisen schon fast. Bis am Farm, ich brauche gerade meine Hütte. Ja, ich habe halt jetzt 3 Stacks Kohle. Dann noch ein bisschen Gold, ganz viel Eisen. Emeralds habe ich auch schon ein paar. Aber noch keine Tiers. Weißt du, ich habe hier gerade so ein gebratenes Zähnchen in der Hand. Ja, beide Hühner, die bei mir in der Bude fangen an, mich anzuschauen. Ja, weil du Link-Kostüm hast. Alter. Habt ihr eigentlich Breath of the Wild gezockt? Ja, ja. Hab ich jetzt getan. Also, der Joe viel weiter, der hat's auf die Switch. Ich hab's für die Wii U geholt, ich hab aber viel früher aufgehört, weil, keine Ahnung. Also, ich bin ehrlich, ich hab's mir erst für die Wii U geholt. Ich hab's dann zu Tode gesuchtet, dann hab ich mir eine Switch geholt und nochmal Zelda. Das Problem ist aber bei dem Spiel wirklich, du spielst das eine Spiel echt hundertprozentig durch, zu 100%, ja. Mhm. Aber irgendwie so in 1-2 Jahren, da fängst du nicht nochmal neu an, glaube ich. Oh, ich würde nicht sagen, irgendwie. Das hat nicht so diesen Wert, dass man jetzt Bock hat, es unbedingt nochmal wieder neu anzufangen, weißt du? Ich habe die alten Twilight Princess oder Ocarina of Time, ich habe die 50 mal zu 100% durchgesucht, aber ja. Richtig. Also, aber bei dem Teil, glaube ich, okay, klar, du kannst es vielleicht irgendwie nochmal ein paar Jahre nochmal zocken, aber 50 mal auf jeden Fall nicht, glaube ich. Echt nicht. Ich glaube, wenn du es 50 mal durchspielst, dann ist die Welt halt 3-mal untergegangen. Ja, ist so, ey, bis du das 50 mal durch hast. Also man muss echt sagen, es hat ja schon Gameplay, so ist es nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das Einzige, was mir auch noch auf den Sack geht, dass du halt, dein Scheißwaffenarsenal geht immer so schnell verreckt. Ja, das ist echt noch so ein Problem. Aber wenn du es mittlerweile auscheckst, dann findest du halt echt schnell wieder die besten Waffen. So ist es. Ja. Aber du musst halt schon, wobei man auch schon relativ früh die besten Waffen finden kann. Mhm. Ich meine, gut, alles was du machen musst, ist eigentlich nur die ganzen Schreine ein bisschen durchspammen und schon hast du das Master Sword. Das ist nicht richtig, ne? Schreine gibt's ja genug. Kommen jetzt durch die DLCs auch neue Schreine hinzu? Ich meine nicht neue Schreine, aber die wollten so Prüfungen hinzufügen. Ja, also ja genau diese richtigen großen Prüfungen statt Schreinen, ja genau. Ja, das, wenn ich das richtig gesehen habe, sind das 50 Ebenen. Krass. Boah. Und wenn du die abgeschlossen hast, hast halt das Master Sword dauerhaft im leuchtenden Zustand, also dauerhaft 60 Schaden. Okay, ich komme nie wieder in die Oberfläche. Einmal nach oben graben. Ja, dann lande ich im Ozean. Ja, hallo, schwimmen? Ja, klar. Habt ihr genug Herzen. Okay, an die neuen Errungenschaften muss ich mich noch gewöhnen. Ja. Ja, es tut mir leid. Es war voll Spam. Was gibt's noch so für Advancements? Goldene Karotte. Breed all the animals. Ja gut, ich schätze mal, all animals dazu zählen auch Ocelot und so eine Scheiße, ne? A balanced diet. Eat everything that is edible, even if it's not good for you. Also du musst wirklich alles essen, was essbar ist. Alles klar. Zählt es auch unter Tränke? Keine Ahnung, das sind 35 Sachen. Ja gut, das sind auf jeden Fall nicht die Tränke. Wahrscheinlich auch eine Kartoffel. Musst du auch essen. Stimmt. Ja, ja klar, ist essbar. Oder ein Spinnenaugen kann man ja auch essen. Ich glaube, das Heftigste, was er essen wird, ist halt wirklich diese Chorusfrucht. Die kannst du auch noch essen. Ja, stimmt, die muss auch noch essen. Ich fände klar, heftig so vom her einmal essen ist es nicht, oder aber. Zählen dann beide Goldäpfel dazu? Ja, bestimmt. Boah. Yeah. Deswegen ist das wahrscheinlich schwer zu erreichen. Du musst alles mal essen, ist die schwierigste Challenge der Welt. Bitte was? Verbrauche eine Diamanthacke und denke dann über dein Leben nach? Gibt's das ernsthaft? Ja, das ist bei beim dritten. Auf Deutsch ist es halt Landwirtschaft. Oh Mann. Verbrauche eine komplette Hacke und denke über dein Leben nach. Ja klar, wer verbraucht denn bitte eine Dia-Hacke? Ich glaube, ich weiß, wer die Advancements gemacht hat, oder die Texte zumindest. Die ganzen Sprüche hören sich einfach so nach Dinobone an. Denk über dein Leben nach.